Wir werden also am Anfang einen kleinen Ausflug machen in die Geschichte, um zu sehen, wie das überhaupt so weit gekommen ist, weil Cholesterin war sehr lange kein Thema. Nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es eine große Epidemie gegeben von Herz-Kreislauf-Krankheiten in der westlichen Welt, insbesondere auch in den Vereinigten Staaten. 1955 hat damals Präsident Eisenhower einen Herzinfarkt erlitten und da war der öffentliche Aufschrei groß. Jetzt muss etwas passieren. Und man suchte wirklich dringend nach Antworten. Ansel Keys, ein Ernährungswissenschaftler aus den Vereinigten Staaten, hat zwar gewusst, dass man eben früher schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen kannte, bereits in Mumien aus Ägypten wurden in den Gefäßwänden Kalkablagerungen festgestellt, aber diese Zunahme, diese starke Zunahme, die war schon beträchtlich. Und wie es so ist in der Wissenschaft, in der Regel hat der Wissenschaftler ja eine Hypothese und er versucht diese Hypothese, also diese Idee oder Theorie, mit seinen Studien zu belegen, dass es tatsächlich so ist. Und das ist grundsätzlich nichts Falsches. Nur sollte man, wenn man dann das Gegenteil herausfindet, auch dazustehen. 1958 hat er die sogenannte Sieben-Länder-Studie ins Leben gerufen, wo 14.000 Männer über längere Zeit untersucht wurden. Man hat geschaut, wie viele tierische Fette nehmen diese Menschen zu sich. Man hat die Cholesterinspiegel gemessen und man hat angeschaut, wie viele Menschen haben entsprechende Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie sehen, so wie er das gemacht hat, Japan, man isst da sehr wenig Fett, hat dementsprechend ganz tiefe Herz-Kreislauf-Raten. USA, sehr viel Fett, entsprechend hohe Herz-Kreislauf-Raten. Eigentlich eine wasserdichte Sache, wenn man das so anschaut. Diese Studie wurde sehr stark angefochten. Was er gemacht hat, die tatsächlichen Daten, die zeigen etwas ganz anderes. Die sahen nämlich so aus. Und er hat einfach die Punkte genommen, die zu seinem Konzept gepasst haben. Sie sehen Frankreich. Frankreich fällt ganz aus diesem Rahmen heraus. In Frankreich sehen wir, die Leute essen relativ viel Fett, haben extrem niedrige Herz-Kreislauf-Raten. Finnland dagegen, dort wird fast so viel Fett gegessen und die Herz-Kreislauf-Raten sind wesentlich höher. Und das wurde auch aus dem Grund sehr stark angefochten, damals schon in den 50er Jahren. Man hat gesagt, eben, das ist Wissenschaftsbetrug. Er hatte aber sehr schnell auch die Industrie hinter sich. Das heißt, sowohl die Zuckerindustrie, da komme ich später noch darauf, die verhindern wollte, dass man den Zucker ins Visier nimmt als Herz-Kreislauf schädigend, wie auch die Nahrungsmittelindustrie, die natürlich sofort den Braten gerochen hat und anfangen wollte, entsprechend gesunde Fette zu produzieren. Und wenn wir zu Ansel Keys zurückgehen, dieser ganze Krieg in der Wissenschaft rund um das Cholesterin, der hat eigentlich weiter so stattgefunden bis eben zum Anfang der 80er Jahre. Dort hat es eine Wendung gegeben und die ist wichtig, dass man das realisiert, was da passiert ist. Man hat nämlich die Statine erfunden. Also die cholesterinsenkenden Medikamente, die kamen damals in großem Stil auf den Markt. Es hat schon Erfahrung gegeben in den 50er Jahren. Dort hat es eine Zufallsentdeckung gegeben in Frankreich. Verschiedene Bauern, die Spritzmittel ausgebracht hatten, wurden mit Vergiftungen ins Spital eingeliefert durch diese Spritzmittel. Man hat per Zufall festgestellt, dass alle diese Bauern einen sehr tiefen Cholesterinwert hatten und hat dann herausgefunden, dass dieses Spritzmittelgift die Cholesterinwerte gesenkt hat. Also hat man schon erste Versuche gemacht mit einem Medikament, das diese Spritzmittelgifte enthält und hat festgestellt, dass das tatsächlich funktioniert. Nur sind dann halt diese Behandelten an anderen Krankheiten erlegen und haben Beschwerden gehabt wie Gallensteine und Nierenversagen und Nierenbeschwerden. Hat sich also nicht so sehr bewährt. Heute hat man über 220 Millionen Konsumenten weltweit von cholesterinsenkenden Medikamenten mit einem jährlichen Umsatz von ca. 29 Milliarden US-Dollar im Jahr. Ein durchaus interessanter Wirtschaftsfaktor. 75% aller cholesterinsenkenden Medikamentekonsumenten nehmen Statine ein zur primären Prävention. Sprich, sie haben noch nie ein gesundheitliches Problem gehabt, sondern nehmen einfach die Cholesterinsenker, weil es ihnen ein Arzt gesagt hat, weil es ein Risiko sein könnte, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfall einen Schlaganfall zu erleiden. Warum Eva nicht Adam ist, heißt diese Studie, die heißt tatsächlich so.
2004 wurde die veröffentlicht. 67.000 Männer, 82.000 Frauen, 20 bis 95 Jahre, also wieder ein breites Spektrum von allen Altersklassen, 15 Jahre Studienzeit. Es wurden gemessen Blutdruck, Cholesterin, Blutfette, Leberwerte und Gewicht. Aussage: Tiefe Cholesterinwerte waren signifikant verknüpft mit genereller Sterblichkeit und zeigten signifikante Verbindungen mit der Sterberate bei Krebs, Lebererkrankungen und psychischen Erkrankungen. Wir müssen uns vorstellen, das passiert alles unter cholesterinsenkenden Medikamenten. Hier wird Cholesterin künstlich gesenkt. Was man hervorbringt, sind psychische Erkrankungen, Lebererkrankungen, Krebserkrankungen und die allgemeine Sterberate steigt. Heute gilt in der westlichen Welt als ein hoher Cholesterinspiegel, wenn dieser Spiegel über 5,0 ist. 1980, bevor die Cholesterinsenker eingeführt wurden, war dieser Wert bei 300, also hier oben, und entsprechend hier bei 7,0. Und das hat man in den 20 Jahren einfach so runtergesenkt und mit jeder Heruntersenkung der Grenzwerte sind über Nacht ein paar Millionen Menschen mehr zu potenziellen Kunden geworden. So macht man das. Und wenn wir wissen, welche wichtige Funktion Cholesterin im Körper hat, welche essentielle Funktion Cholesterin im Körper hat, und dann Cholesterinsenker trotzdem einnehmen, dann ist das, man findet kaum Worte dazu. Man senkt damit die Fähigkeit des Körpers, seine eigenen Reparaturmechanismen, seine eigenen Regulationsmechanismen entsprechend auszuführen. Das ist wie eine Maschine zum Gelddrucken, weil dann entstehen riesige Folgeprobleme. Und deshalb gehen die Herz-Kreislauf-Raten auch nicht zurück, sondern sie gehen hoch. Cholesterin ist der Botschafter. Wenn die Cholesterinwerte in die Höhe steigen, wissen wir, aha, im Körper passiert etwas, wo repariert werden muss. Da ist der Bedarf an Cholesterin einfach hoch, deshalb geht der Wert hoch. Wenn der Cholesterinwert runtergeht, wissen wir, es ist ziemlich alles in Ordnung, das schaut gut aus, wenig Entzündungen, wenig Zellschäden, wenig Veränderungen im Körper. Das hat mit Gut und Böse gar nichts zu tun, es hat nur damit zu tun, was der Körper im Moment gerade erledigen muss. Der Körper ist so intelligent und macht seinen Cholesterinwert in dieser Weise, wie er es im Moment braucht. Wenn 3/4 des Cholesterins vom Körper selber aufgebaut werden, dann ist es schwer zu begreifen, warum diese Substanz so gefährlich sein sollte, weil offensichtlich wird es ja gebraucht. Sonst würde die Leber hauptsächlich und das Gehirn nicht so viel Cholesterin produzieren, wenn das eine gefährliche Substanz wäre. Es macht wenig Sinn, wenn man glaubt, dass die Natur solch grobe Fehler macht. Funktionen im Körper, nochmal Baustein der Zellmembran, insbesondere auch im Gehirn. Wir werden später sehen bei den Statinen, bei den cholesterinsenkenden Medikamenten, dass die schwere Nebenwirkungen im Gehirn verursachen. Auch das Gehirn, jede Gehirnzelle kann Cholesterin produzieren und tut das auch. Wenn wir Cholesterinsenker einnehmen, wird die Cholesterinproduktion im Hirn heruntergefahren und das Hirn beginnt Schaden zu nehmen. Stichwort Alzheimer, Parkinson und so weiter. Dann wird aber unterschieden. Und das hat man erst später dann machen können, als man geeignete Labortestverfahren hatte, zwischen dem sogenannten guten und dem bösen Cholesterin. Dieses sogenannte LDL-Cholesterin mit den Hörnchen hier, das ist das sogenannte Böse. Und das HDL ist das gute Cholesterin, deshalb der Heiligenschein. Das LDL, alias das schlechte Cholesterin, hat mit Cholesterin in dem Sinne nichts zu tun. Weil LDL ist ein Transportmolekül. Und LDL ist auch mit Nährstoffen beladen, mit Q10, mit Fettsäuren, eben vielleicht auch mit Erregern, mit Toxinen. Es ist nur ein Lastwagen, wo transportiert wird. Und dieser Lastwagen, der LDL angeschrieben ist, der fährt von der Leber zur Zelle. Das heißt, das Cholesterin, das in der Leber produziert wird, wird mit dem LDL-Lastwagen zur Zelle gefahren, wo es gebraucht wird. HDL hingegen ist eine andere Firma, Transportfirma, und die führt Cholesterin von der Zelle zurück zur Leber. Und das kann auch notwendig sein. Wenn zu viel Cholesterin an der Zelle ist, wird es zurückgeführt und in der Leber zwischengelagert. Die Leber letztendlich ist das Logistikzentrum, dort wo der Austausch stattfindet. Leider wird dies eben als der schwarze Peter hingestellt und wird nur immer diese Geschichte zwischen HDL und LDL angeschaut,
wo man dem Patienten dann Angst macht und sagt, schauen Sie, Ihr LDL ist so hoch, Sie haben ein großes Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden. Und auf der anderen Seite ist Ihr HDL so tief, also Sie sind überhaupt nicht geschützt, Sie haben nur Risikofaktoren. Und das bewegt die Leute dann dazu, nicht ihre Ernährung umzustellen heutzutage, weil es gibt ja die Lösung der Statine. Mit dem kann man letztendlich das Problem lösen. Statine senken den LDL-Wert und verbessern dadurch das Verhältnis HDL zu LDL. Das ist die Lösung der Pharmaindustrie. Diese Theorie mit dem guten und schlechten Cholesterin und den bösen Fetten, die kann so lange wiederholt werden, wie sie will, sie ist trotzdem falsch. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Sachen zeigen, die Ihnen das auch aufzeigen. Und es gibt, seit es die Cholesterinforschung und die Fettforschung gibt, gibt es viele Paradoxen. Zum Beispiel das japanische Paradoxon. In den letzten 50 Jahren hat sich die Fettaufnahme in Japan um 400% gesteigert. Beachtlich. Gleichzeitig ist der Cholesterinspiegel von 3,9 Millimol pro Liter, das ist der Messwert für das LDL-Cholesterin, für das Gesamtcholesterin, von 3,9 auf 5,1 Millimol gesteigert. Also höchste Alarmstufe für jeden Cholesterinwissenschaftler und Hausarzt. Auf der anderen Seite sinkt aber die Herz-Kreislauf-Rate um 60%. Wie kann das sein, wenn Cholesterin der Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist? Und die Schlaganfallrate sinkt um geschlagene 700% in den letzten 50 Jahren in Japan. Die haben also etwas richtig gemacht, offensichtlich, indem sie die Fettaufnahme gesteigert haben.